Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Nicht Need for Speed, sondern Forza Horizon 3. Okay, wir haben ihn schon aufgerüstet, wie man hört und sieht. Aha. Was haben wir denn eigentlich hier? Querfeld ein. Mit dem hier. Nee. Unentdeckt. PR-Stand. Was ist das hier? Irgendwie so. Was ist das hier? Das. PR-Stand. Und das hier? Auch ein PR-Stand. PR-Stand, PR-Stand. Unentdeckte Strecke. Dann nehmen wir die doch. Ah, so viele Strecken gibt's. Sind das eigentlich? Die kennen wir gar nicht, ne? In 400 Metern rechts abbiegen. Können wir eben gucken. Erster Gang. Hört. Der ist auf 50-50. Rechts abbiegen. Was meinst du? Nicht übel, oder? Das war meine Idee. Die Horizon-Fans sind nicht gerade Freunde der Traktionskontrolle. Je größer der Stunt, desto besser. Vielleicht kannst du aus einem Stern 2 machen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Ja, hätte ich vielleicht machen können, aber wollte ich das denn? Ja, der hört sich schon geil an, der Wagen hier. Sie haben ihr Ziel erreicht. So. Einmal wenden. Ich weiß nicht, aber ich auch welche hier von mache. Im Prinzip ist es ja dasselbe Rennen, bloß dass wir andere Namen geben dafür. Also einen haben wir nicht. Wir haben den hier, Rally. Und wir nehmen den hier. Ah, ich guck mal. Mal sehen. Ich weiß es noch nicht. Ganz genau. Cooper Petty Wand oder so in der Art. So, wir lassen diese Schwierigkeitsgraden auch. Wir gucken mal, wie wir damit zurechtkommen. Der hat aber auch hier Kraft, Alter. Fortschritt. Aua. Aua, aua. Ja, aber auch Handling hier. Okay, aber wir müssen erstmal nach vorne kommen hier. Von wegen, die sind nur zu leicht. Kommen wir gar nicht hinterher, richtig hier. Sagt er und fliegt nach vorne. Da sind wir einfach viel zu viel Scheiß. Ein bisschen aufmühlen können, oder? Okay. Wie zum Fall neben der Strecke. Wir haben ja auch Roller. Gruppe B Fahrzeug. Die neue Gruppe B. Würde ich mal sagen, haben wir hier. Ich glaube, so kann man das auch. So können wir so einen mal nennen. So einen machen wir mal. So ein Rennen. Nein, 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 nein.
Funktionen konzentriert. Von wegen ein Allradar kann ich driften hier. Los, komm, wir müssen wieder ran hier. Los, ran wieder hier. Das gibt's doch wohl nicht. Ups, wir haben irgendwas verloren. Oh. Wie man sieht, ist es eigentlich eine Nummer zu schwer. Das ist, ich bin wirklich irgendwie, ja. Wirklich dazwischen. Anspruchsvoll ist ein bisschen sehr anspruchsvoll für mich. Also zu anspruchsvoll. Nicht sehr anspruchsvoll, sondern zu anspruchsvoll. Überdurchschnittlich ist mir ein bisschen zu leicht. Aber ja. So, vielleicht schauen wir das jetzt. Wir gucken mal. Ein bisschen konzentrieren, dann geht das schon. Wow! Leute, nicht zu sehr bremsen hier, Leute. Noch ein bisschen Platz machen, wenn einer so von hinten anfliegt. Dass man mal einen hinten rauf fährt, ist ja auch nicht schön. Ah, jetzt kommt gleich die Kurve. So, jetzt haben wir erst da. Oder vorne. Okay, jetzt sind wir nicht der Erste. Jetzt sind wir Zweiter. Ah. Man muss ziemlich kamikaze-mäßig fahren. Boah. Wirklich ziemlich auf letzter Rille. Also für mich jedenfalls. Jeder wird anders. Der hat ja anderes fahren können oder fahren können. Nein, du bist hinter mir. Ja. So, jetzt aber. Ja. Aber man sollte auch schalten, ne? Wir sind vorne. Oh. Oh. Okay, quer ins Ziel rein. Einmal quer bitte. Ein wahres Fahrerass. Bin stolz auf dich, Boss. Oh, das sagst du nur, wenn ich Erster bin. Voll gemein, ey. Subaru ist einfach schön, aber der wird da leider nicht mehr gebaut. Also steigen die Werte jetzt und die Preise bei den Fahrzeugen. Wenn man einen findet, der noch ziemlich okay ist und den man sich leisten kann und sein. Erinnerst du dich an den gefundenen Ferrari Dino? Du solltest ihn dir mal ansehen. Komm vorbei. Will ich jetzt aber gar nicht. Wo sieht das denn? Was haben wir denn da? PR-Stand. Das ist Querfeld 1. Wir fahren mal hier hin. Damit wir das auch abgehakt haben. So. Das war jetzt beabsichtigt. Ah, hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte, der geht, damit
mehr bremst. Scharf rechts abbiegen. Oh, Entschuldigung. Scharf rechts. Aber die wollen wir nicht. In 200 Metern rechts abbiegen. Ach so, dann wir rechts, rechts abbiegen. Aber der hat gute Tonhaftung. Also Jenny aus der Lackiererei hat von Raj aus dem Autosalon erfahren, dass Malcolm hinter der Bühne von Ben, dem Hotdog-Verkäufer, gehört hat, dass in irgendeinem verlassenen Haus in der Nähe ein stillgelegter Wagen stehen soll. Was hältst du davon? Klingt ziemlich glaubwürdig, finde ich. Ich weiß nicht, das können wir uns vielleicht gleich nochmal angucken. Boom. Oh, oh. Wir haben was gefunden! Oder ist er gut? Oh. Dass ich immer einmal zurückschalte, ey. Also einmal zu viel zurückschalte. Auf den rückwärts gehen. So, da hinten ist gleich das Gebiet. In 400 Metern links abbiegen. Der driftet auch kaum richtig hier. Der bricht kaum aus. Berüchtigt für den Schöpfer. Wir sind da. Sind da. Wer will uns denn jetzt folgen? Oder wir? Sie haben ihr Ziel erreicht. Da ist er. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Aber so einen komischen Name. In 100 Metern links abbiegen. Korrupt irgendwas. Keine Ahnung. Wenn ihr meine Videos seht und ihr seid in meiner Aufrüstung dabei, dann könnt ihr euch ja mal wirklich mal melden. Entweder im Kommentar oder auch hier. Im ja, bei Xbox oder bei Microsoft, wenn man das auch mal nennen will. Falls ihr Interesse habt, falls ihr Deutsch seid, das ist immer so, ne? Ein bisschen mit das, die Voraussetzung. Zumindest, dass ihr auch Lust dazu habt. Ah, 26, okay. Die Tinte ist trocken. Fahrer Nummer 3 ist an Bord. Ach so, okay. Also unser erster hat doch mehr. Weil Millionen sind ja mehr als 1000, ne? Okay, dann. Den lassen wir auch. Unseren einzigen Freund, den lassen wir natürlich bei uns drin, ne? Was haben wir denn hier hinten bei Fortschritt wieder? Fortschritt? Fähigkeit. Wheelspin. Machen wir das mal. Was denn, Martin? Ach, das ist noch, Alter. 50.000. Jo, 100.000. Wir haben ja nicht genug Geld. Was kriegen wir jetzt? 50.000. Oder Lamborghini kriegen, könnten wir kriegen. Nein, wir kriegen aber 30.000. Okay. Fähigkeit, 9 Punkte. Für zusätzliche Hupen für ihre Autos besorgen. Ja, machen wir mal. Mit diesem Vorteil wurden neue Hupen freigeschaltet. Besuchen Sie Warren in der Werkstatt, um sie einzubauen. Blaupause, Löffel verlisten. Dienen Sie mir. Was ist das hier? Schalten Sie Weiser Promo frei. Schützen Sie gegen. Sie gegen was? Foto von Autos. Okay. Und was haben wir denn hier? Fähigkeiten. Machen wir mal.
Tudu. Was das denn? Verdienen Sie mehr Fähigkeiten für Zerstörungsfähigkeiten. Okay. Aha. Die Punktzahl wird dann erhöht. Festival finde ich eigentlich schon gar nicht mehr so verkehrt. Machen wir das noch? Sie haben jetzt Prämien-Driver-Tare freigeschaltet. Wenn Sie auf der Freifahrt einen Prämien-Driver-Tar entdecken, können Sie ein Kopf-an-Kopf-Rennen starten, um eine große Credit-Belohnung zu gewinnen. Okay, was ist das hier? Ihre Zielorte? Abstimmung zählt bei einem Online-Abenteuer doppelt. Was ist das denn hier? Mehr Credits? Achso. Ihr PR-Team startet eine Kampagne, um Sponsoren anzulocken. Sie verdienen mehr Credits, Rivalen. Okay, machen wir das auch nochmal. Oh, wir haben noch so viel. Was ist das denn? Beschreibung. Ihre Avatare. Ihr Avatar ist berühmt. Sie generieren doppelt so viele Credits. Okay, was ist das denn? Machen Sie Straßenrennen auf öffentlichen Straßen bekannt und verdienen Sie mehr Credits. Ne, wir machen das nochmal. Was ist das denn? Ihre erstellten Inhalte werden weiterempfohlen. Das Herunterladen von Tuning und Lackier bringen mehr. Okay, das brauchen wir noch nicht. Machen wir das nochmal. Sie haben Horizon Promo freigeschaltet. Ab sofort erhalten Sie vom PR-Team eine Gage für jedes einzigartige Auto, von dem Sie ein Foto machen. Hallo Gina. Von diesem Fahrer habe ich schon viel Gutes gehört. Wir sollten versuchen, ihn für unsere Aufstellung zu verpflichten. Hallo Gina. Das Marketing-Team fragt nach Werbefotos von jedem Auto vom Festival. Natürlich könnte ich jetzt eine ganze Horde von Fotografen beauftragen. Aber wenn ich dich ganz lieb bitte... Du erhältst auch für jedes abgelichtete Auto eine Gage. Ist ganz einfach. Du kannst gleich mit deinem eigenen Auto anfangen. Okay. Hier ist doch irgendwo einer lang gefahren. Das ist sogar ein anderer. Okay. Hallo. Wir machen uns zu breit hier mal in unserem Wagen. Effekte fokussieren. So, wir schießen mal ein Foto. Du bist ein echtes Naturtalent. Ach, der andere ist zu weit weg oder was? Ach so. Oder auch nicht. Weil dann haben wir dann ein Doppel drauf. Lassen wir so. Aha. Ja. Speichern. Test. Einfach Test. So, testen das mal. Aber wie ich auch sehe. Teilen. Nein, will ich nicht teilen. Wählen Abbruch. Ja. Wann denn muss ich das alles machen? Nö, ja. Scheunenfront. Ach, Junge. Was sind denn Scheunenfront? Das hat der Avatar. Nee, das will ich aber gar nicht alles. Das will ich gar nicht. Nee. Wir fahren jetzt hier wieder hin. Und dann ist Feierabend für heute. So. Bei nächster Gelegenheit wenden. So. In 100 Metern links abbiegen. Oh. Oder wir fahren hier weiter. Oder nicht? Wir fahren hier weiter.
So, fahren wir hier weiter. Weil hier waren ja noch EP-Teile, Schilder. Route wird neu berechnet. Aber auch da kann, ne? Drück. Mein Blut zu Information. Ist ja denn ein Fotoapparat? Oh. Entschuldigung. Dann seid ihr auch bremsen. Zurückschalten. Was ist denn eigentlich? Bei nächster Gelegenheit wenden. Gut, dass wir einen Allradwagen haben. Oh, ah, ah. Machen wir das doch hier gleich mal. Entschuldigung, war nicht gedacht, dass ich hier so Quervel einfach Zähne kaputt und so. Das wollte ich nicht. In 400 Metern rechts abbiegen. Okay. Können wir auch abkürzen so ein bisschen. Rechts abbiegen. Achso. Das war schon. Okay. Haben wir doch nicht so viel abgekürzt, ich dachte. Oh, oh. Oh, da liegt ein Spiegel. Okay. Ich wollte erst ein Foto machen, aber da habe ich gedacht, hast du nicht? Gut, dann da. Komm zu. Das wäre sowieso kein schönes Foto gewesen. Würde ich mal sagen. So, ich fahre schon zu früh ab. Ein bisschen zu früh, das genau machen, ne? Bisschen abkürzen hier. Hui! Oh. Man sollte aber auch nicht zu viel abkürzen. Jetzt fällt mir so ein Wagen hier. Bei nächster Gelegenheit wenden. Nee, ich kann doch hier, ich kann doch schon her. Ich bin ja schon auf dem Weg. So, siehst du? Ich bin schon wieder auf dem Weg. Auf der Route. Ach ja, wir können ja nicht mehr. Naja, egal. Wir wollen ja jetzt nach Hause. War das jetzt schlau von mir, jetzt hier abzubiegen? Bei nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. In 100 Metern links halten. Okay. Es geht. Aber jetzt nicht wirklich. Gut, aber naja. In 400 Metern links halten. Ja, aber ich habe gerade gesehen, dass da noch ein Schild ist. Ein Schild, ein Schild. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, und dass wir hier gegenüber noch nicht alles gefahren sind. Okay. Bei nächster Gelegenheit wenden. Oh, gute Gelegenheit. In 100 Metern rechts abbiegen. Ich kann ja gar nicht so viel abbiegen, wie ich abbiegen soll. In 200 Metern rechts abbiegen. Ja, wir haben ja aber auch noch eine Drittzone. Rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Das war schlecht. Der Dritt war sehr schlecht. Rechts abbiegen. Was der Dragon Player hat nur. Okay, einmal noch. Das schaffen wir doch. Oh. Sind wir noch in der Driftzone? Wenn du rückwärts fährst oder den Flaggenbereich verlässt, zählt der Versuch nicht. So sind nun mal die Regeln. Ja, ist ja. Mal, aber nicht schummeln. Da stand ich auch ganz doof. Ja, wir versuchen das nochmal. Geht immer ein bisschen länger, mein Junge. Ui,
So. Gut gemacht, Boss. 2 Sterne. Einer fürs Können, einer fürs Überleben. Für den dritten brauchst du womöglich einen größeren Motor. In 400 Metern rechts abbiegen. Ja, da dann. Angenommen. Naja, egal. Rechts abbiegen. Hier haben wir auch wieder was zu Ende gefahren. Nicht gerade. So, jetzt. Und die Straße sind wir schon gefahren. Links abbiegen. Oh. Es tut mir leid, dass ich halt ein bisschen langsamer diese Folge. Aber Sie haben jetzt einfach genossen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Das ist gut. Aber damit würde ich auch sagen, bin ich jetzt raus für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.